Слава нашему Господу. Preist unserem Herrn. Сегодня уже так много было сказано о матерях. Heute wurde schon so viel über die Mütter gesagt. И, может быть, правильно было бы сегодня проповедовать о матерях. Und vielleicht wäre das auch richtig, weiter über die Mütter zu predigen. Но у нас уже заранее запланированная серия проповедей. Aber wir haben schon vorgeplant, ein bestimmtes Thema zu predigen. На тему закон и благодать. Und heute ist das Thema über das Gesetz und die Gnade. И сегодня это вторая проповедь будет. Und heute wird die zweite Predigt kommen. В прошлый раз мы слышали о том, что законом не спасается никакая плоть. Das letzte Mal haben wir gehört, dass durch das Gesetz wird kein Körper oder kein Mensch wird gerettet werden. Мы живем под благодатью. Wir leben unter der Gnade. И, конечно же, сегодняшняя эта тема, продолжение этой темы. Und wir machen dieses Thema einfach weiter. Заслуживает своего внимания. Und dieses Thema verdient auch an ihre Achtsamkeit. Потому что эта тема очень даже обширная. Denn dieses Thema ist wirklich sehr, sehr breit. Ее нельзя описать какими-то двумя словами. Und man kann dieses Thema nicht in zwei Worte fassen. Конечно, мы можем взять какие-то места Писания и цитировать их. Natürlich können wir einfach bestimmte Bibelstellen nehmen und die einfach zitieren. В пользу закона или в пользу благодати. Natürlich zum Vorteil von einem Gesetz oder zum Vorteil von der Gnade. И нельзя сказать, что у нас что-то должно быть это правильно, а это неправильно. Und natürlich dürfen wir auch nicht sagen, so ist es richtig oder so ist es falsch. Я попрошу высветить одно фото. Ich bitte jetzt, ein Bild hier auszustrahlen. Всем видно хорошо. Ich glaube, alle sehen es. Можно свет выключить? Bitte Licht aus. Вот в левом углу написано «Это правда». In der linken Ecke sehen wir, das ist die Wahrheit. И в правом углу написано тоже «это правда». Und in der rechten Ecke sehen wir auch das Wort, das ist auch die Wahrheit. А посередине это истина. Und in der Mitte sehen wir das Wort «wahr». Okay, also in Russisch ist das ein bisschen besser detailliert als in Deutsch. Also alles Wahrheit, истина. И все зависит от того, с какого ракурса смотрим мы на эту фигуру. Und es hängt alles davon aus, aus welchem Augenwinkel wir das Ganze anschauen. Для того, чтобы познать действительно эту истину, damit wir wirklich diese Wahrheit, diese große Wahrheit erkennen, мы должны заглянуть в Слово Божие. Müssen wir natürlich in das Wort Gottes schauen. И, конечно же, каждый из нас понимает, что поверхностное изучение, оно ничего нам не даст. Und jeder von uns weiß und versteht, diese oberflächliche Lehre gibt uns auch nichts. Я не хочу сказать, что я какой-то такой буквоед или очень тихо, ну, очень глубоко заглядываю в Слово Божие. Ich will auch nicht sagen, dass ich derjenige bin, der wirklich ganz tief in das Wort Gottes schaut. Но мне все равно хочется как-то подготовиться к чему-то. Aber ich möchte zu einem Thema eine bestimmte Vorbereitung durchführen. Но у каждого свое представление о том, как он глубоко заглядывает в Слово Божие. Aber jeder hat so seine bestimmte Vorstellung, wie tief er in das Wort Gottes schaut. Я вспоминаю, когда ты едешь в Урлаб. Ich erinnere mich daran, die Zeit vor dem Urlaub. И вот мы были, когда дети у нас еще маленькие были, мы были с ними в Италии. Als unsere Kinder noch klein waren, sind wir nach Italien mit ihnen gefahren. Мы были на таком аквадроме. Wir waren auf einem Aquadrom. Бассейн, да? Ja, das ist so wie ein Schwimmbad oder Pool. И там был такой детский бассейн, мы с детьми там, ну, остановились. Und da war ein Kinderbecken und da sind wir mit unseren Kindern auch geblieben. И наш младший сын, ему где-то, может быть, года 2,5 или 3 было, не помню. Unser jüngster Sohn, damals 2,5, 3 Jahre alt, он опустил свою голову в воду. Er steckte seinen Kopf tief ins Wasser. Намочил свой лоб. Er hat seine Stirn nass gemacht. И говорил, смотри, как я глубоко нырнул.
Und dann sagt er, schaut mal, wie tief ich getaucht bin. Для него это была глубина. Für ihn war das schon eine Tiefe. Ты можешь быть на море, du kannst im Meer sein, но когда ты не умеешь плавать, aber wenn du nicht schwimmen kannst, ты не заходишь в море. Dann gehst du auch nicht tief ins Meer hinein. Или, может быть, ты только где-то ходишь по колено в воде. Oder vielleicht bist du nur knietief im Wasser. Но ты говоришь, что я был на море в Италии. Aber du sagst, ich war am Meer in Italien. И Писание говорит нам о том, что действительно есть различная глубина. Und die Schrift sagt uns, es gibt tatsächlich verschiedene Tiefen. Езекииль в свое время видел видение. Ein Prophet sah zu seiner Zeit eine Vision. Когда муж Божий показывал ему храм, и из этого храма текла вода. Ein Mann Gottes zeigte ihm ein Tempel und aus diesem Tempel floss das Wasser. И они отмеряли какое-то расстояние. Sie haben bestimmte Abstände gemessen. И шли по этой воде. Und die sind auf diesem Wasser gelaufen. И вот отмерил сначала 1000 локтей. Er hat erstmal 1000 Ellenbogen gemessen. Зашли по щиколотку. Und dann sind die nur bis zum Knöchel rein. Потом еще отмерили. Und dann haben die noch einen bestimmten Abstand gemessen, dann sind die bis zum Knie ins Опять Wasser. Отмерили, зашли по пояс. Und dann haben die noch eine Strecke gemessen, dann sind wir bis zur Taille rein. И после этого он зашел в такую глубину. Und erst dann kam er in so eine Tiefe, что он уже не мог идти. Dass er nicht mehr gehen konnte. Он должен был плыть. Er musste schwimmen. Вот также для нас Слово Божие, это познание Слова Божьего, оно дает нам свои размеры. Genauso ist das Wort Gottes. Es gibt uns bestimmte Maßen. Мы можем очень коротко, поверхностно что-то прочитать и сказать, да, так написано. Wir können eine Bibelstelle oberflächlich vorlesen und denken, ah ja, so ist das auch geschrieben. И дьявол, он может просто улавливать нас на этом. Und der Teufel kann uns genau dort in eine Falle locken. Помните, когда Иисус был в пустыне? Wisst ihr noch, als Jesus in der Wüste war? Он находился там в борении. Er war dort in einem Kampf. Он постился и молился Богу. Er hat gefastet und er hat zu Gott gebetet. И когда он залкал, und als er wirklich Hunger bekommen hat, da kam der Teufel an ihn ran. Und dann sagte er zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, хлеба, то есть эти камни хлебом, dann mache aus diesen Steinen viele Brote. Он использовал Слово Божие. Er hat das Wort Gottes benutzt. Ложно. Er hat es falsch benutzt. Поверхностно. Oberflächlich. Но Христос сказал, стоит написано. Aber Christus sagte, es steht geschrieben. И это продолжалось на протяжении трех раз. Und es dauerte dreimal. Es hat sich dreimal Господь wiederholt. Говорил, стоит написано. Und Jesus sagte, es steht geschrieben. Не искушай Бога твоего. Versuche deinen Herrn nicht. Стоит написано, что не хлебом единым будет жить человек. Es steht geschrieben, nicht nur mit dem Brot wird oder nicht von Brot alleine wird der Mensch leben. Но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Sondern von jedem Wort, was aus dem Munde des Herrn kommt. Отойди от меня, сатана. Geh von mir weg, du Teufel. Das Слово Божие, оно очень важно для нашей жизни. Das Wort Gottes ist sehr wichtig für unser Leben. Мы сегодня слышали уже, Альберт говорил, что закон Бога совершенный. Закон. Альберт sagte heute schon, dass das Gesetz Gottes ein vollkommenes Gesetz ist. И действительно, когда мы говорим о законе Божьем, und tatsächlich, wenn wir über das Gottesgesetz sprechen, что мы воспринимаем своим слухом? Was nehmen wir mit unserem Gehör auf? Что воспринимаем мы? Was nehmen wir auf? Наверное, мы говорим, о, это такая нехорошая вещь. Wahrscheinlich sagen wir, ach, das ist falsch oder das ist nicht gut. Я его не люблю. Ich mag es nicht. Я живу под благодатью. Ich lebe unter der Gnade. Мы сразу же конфронтируем с этим словом. Wir werden diesem Wort uns entgegensetzen. Даже не брать в закон, это, во внимание закон Божий. Und wenn wir weiter dieses Gesetz außer Sicht lassen, мы конфронтируем с законом государства. Dann konfrontieren wir das Gesetz des Staates. Ты едешь
Du fährst 50 oder 60 Kilometer pro Stunde durch die Stadt. Откуда ни возьмись, стоит знак 30. Und auf einmal siehst du ein Zeichen mit dem 30er-Zone. Und dann drückst du sofort auf die Bremse. Und dann sagst du, wozu wird hier wieder 30er-Zone gemacht? Du wurdest gar nicht gefragt. Und так очень часто на протяжении всей нашей жизни мы конфронтируем с каким-то законом. Und genauso im Laufe unseres Lebens wir konfrontieren immer irgendwelche Gesetze. А если мы посмотрим в закон Божий, und wenn wir aber das Gesetz Gottes anschauen, что говорит нам Писание о нем? Was sagt uns die Schrift? Я хочу прочитать 118-го псалма. Ich möchte aus dem Psalm 113 vorlesen. Здесь говорится, я прочитаю два стиха. Ich lese nur zwei Verse. 96 и 97. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Ich liebe dein Gesetz und ich sinne den ganzen Tag über dein Gesetz nach. Ich habe die Grenzen der Vollkommenheit gesehen. Wir wundern uns über so viele Dinge. Und dann sagen wir, ach, wie wunderbar. Was für eine Vollkommenheit sehe ich in dieser Schönheit. Я иногда смотрю эти по телевизору подводный мир. Wenn ich im Fernsehen die Unterwelt anschaue, Unterwasserwelt. И ты просто удивляешься, восхищаешься. Ich wundere mich und ich staune. Какие там кораллы, какие рыбки плавают. So viele Koralleninseln, so viele Fische. А Бог дает Псалмопевцу такие слова влагает в разум. Und Gott gibt diesem Psalmenschriftsteller folgende Worte. Я видел предел всякого совершенства. Ich habe die Grenze für jede Vollkommenheit gesehen. Но твоя заповедь безмерно обширна. Aber dein Gebot ist unendlich breit. Как люблю я закон твой. Unbeschränkt. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Псалмопевец восхищается живым Богом. Der Psalmdichter ist erstaunt über den lebendigen Gott. Псалмопевец возвеличивает закон Бога живого. Der Psalmstifter erhebt das Gesetz von Gott so hoch. То есть, когда мы читаем где-то в Библии о законе, wenn wir in der Bibel irgendwo über das Gesetz lesen, нам нужно понимать, о каком законе вообще идет речь. Dann müssen wir verstehen, über welches Gesetz ist hier überhaupt die Rede. Закон Это не просто закон Моисея. Ein Gesetz ist nicht nur ein Gesetz von Mose. Потому что мы о нем столько много наслышались. Wir haben schon drüber so viel gehört. И он нам настолько противен стал. Und dieses Gesetz ist uns so widerlich geworden. Что мы конкретизируем эту фразу. Und wir kritisieren ständig diese Sätze. И мы говорим, я не под законом, я под благодатью. Und ich sage ständig, ich stehe nicht unter dem Gesetz, ich stehe unter der Gnade. Но закон это действительно Сначала весь закон Божий, то есть все Писание. Aber das Gesetz ist erstmal die ganze Schrift, das ganze Gesetz. Есть закон Иисуса Христа. Es gibt auch ein Gesetz von Jesus Christus. Есть закон Моисея. Es gibt ein Gesetz von Mose. И апостол Павел, он говорит, что все Писание Бога вдохновенно. Und Apostel Paulus sagt, die ganze Schrift ist von Gott gottesfürchtig. И полезно. Und ist nützlich. Для чего? Für was? Чтобы нас ущемить где-то. Damit wir irgendwo eingeschränkt werden. Нет, оно полезно для научения. Es ist nützlich für eine Lehre. Оно полезно для исправления. Das ist nützlich für eine Ermahnung. Для того, чтобы направить тебя на правильный путь. Damit du den richtigen Weg gehst. И апостол Павел он говорит эти слова, что все Писание Бога вдохновенно. Und Apostel Paulus sagt, das ganze Gesetz, die ganze Schrift ist Gottes Furcht erfüllt. Он не делает разницы между
Старым Заветом и Новым Заветом. Er macht hier keinen Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament oder Gesetz. Когда он говорил эти слова, als er diese Worte gesprochen hat, еще не было абсолютно никакого Евангелия. Da gab es überhaupt noch kein Evangelium. Где бы мы могли прочитать что-то и сказать: неправильно говоришь, Павел. Wo wir mal lesen konnten und hätten sagen können: Paulus, du sagst hier falsch. Павел знал, что говорит. Paulus wusste genau, was er sagt. Он учился у ног Гамалиила. Er hat sehr, sehr viel gelernt von einem Pharisäer. Und das war wirklich ein sehr fleißiger Schüler des Alten Testamentes. Und der wusste, er kannte Tora wirklich vollkommen. Deswegen, als er diese Worte gesprochen hat, wusste er ganz genau, was er sagt. Wir lesen Jana. Wir lesen Johannes 1,17, Evangelium von Johannes 1,17. Da lesen wir, dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde. Die Wahrheit und die Gnade kommt aber von Jesus Christus. Unser Thema ist das Gesetz und die Gnade. Будем говорить о благодати. Und bevor wir über die Gnade sprechen, нам нужно заглянуть сначала в закон. Müssen wir erstmal ins Gesetz schauen. Я думаю, что не стоит ставить телегу впереди лошади. Ich denke, wir müssen jetzt nicht den Wagen vor dem Pferd stehen. Нужно поставить ее сзади. Wir müssen den Wagen nach hinten stellen. Поэтому давайте мы сначала разберемся с законом. Deswegen lass uns jetzt erstmal das Gesetz anschauen. Как уже мы слышали в прошлый раз, что в законе 613 заповедей. Wir haben schon gehört, im Gesetz gibt es 613 Gebote. И в исходе 20 главы написано, что Бог дал Моисею этот закон. In 2. Mose steht es geschrieben, dass Gott Mose dieses Gesetz gegeben hat. В 24 главе описывается именно вот эта передача этих скрижалей. Im Kapitel 24, da lesen wir diese Übergabe von den Tafeln. И когда были написаны эти скрижали, als diese Tafeln zu Ende geschrieben waren, то мы видим там 10 заповедей. Dann sehen wir dort nur 10 Gebote. Откуда же взялись еще 603? Woher kamen diese 603 Gebote? Woher kamen die? Я хочу, чтобы мы открыли 31 главу книги Второзакония. 5. Buch Mose, Kapitel 31. Здесь написано с 24 стиха. Und da steht es ab dem Vers 24. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господня, Бога нашего, и она будет там свидетельством против тебя. Nimm das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei. 613 заповедей. 613 Gebote. 10 из которых und 10 davon были написаны перстом Божьим на скрижалях. Wurden auf diese Tafel niedergeschrieben. Остальные заповеди были написаны рукою Моисея. Und die anderen Gebote wurden alle mit der Hand von Mose niedergeschrieben. В этом свитке закона. In dieser Rolle des Gesetzes. 10 заповедей, то есть скрижали, они лежали в ковчеге. 10 Gebote, die lagen in der Bundeslade. Которая покрывала крышка. Und diese Bundeslade wurde bedeckt. Над которой были херувимы. Und über diese Decke standen noch 2 Cherubimen. А закон Господень, это рукописие. Und dieses Gesetz des Gottes, also die Rollen. Оно было
Написано рукой Моисея и лежала возле этого ковчега. Und die wurden von der Hand des Mose geschrieben und lagen neben der Bundeslade. Это толкование тех 10 заповедей. Also diese 603 Gebote, das ist die Deutung von diesen 10 Geboten. И священники читали это Писание. Und die Priester, die haben die Schrift gelesen. И растолковывали то, что написано. То, что лежало в ковчеге. Und die haben gedeutet das, was in der Bundeslade sich befunden hat. Что интересно? Was merkwürdig ist? В этом законе, в этом свитке. In dieser Rolle. Было 365 запрещающих заповедей. Da waren 365 Gebote, die etwas verboten haben. Очень такое совпадение, я не знаю, но я думаю, что Господь знает. Vielleicht war das ein Zufall, ich weiß es nicht, aber das weiß der Herr. В году 365 дней. In einem Jahr sind 365 Tage. На каждый день свой запрет. Und für jeden Tag gibt es ein Verbot. И 248 это предписывающих заповедей. Und 248 Gebote, die etwas vorgeschrieben haben. Именно столько. Сколько органов в человеческом теле? Genauso wie viele Organe wir in unserem Körper haben. 248. 248. Интересно то, что Соломон пишет в книге Экклесиаста, мы читаем такие слова. Interessant, was Salomon schreibt im Buch von Prediger. Здесь написано в 12 главе 13 стихом. 12:13. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Lass uns die Stimme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Я не знаю, как здесь написано. Ich weiß nicht, wie es hier geschrieben ist, genauso. Здесь написано правильно. Hier ist es richtig geschrieben. В русском переводе небольшая ошибка. In der russischen Übersetzung gibt es einen kleinen Fehler. Потому что в оригинале стоит и в этом весь человек. Denn in Original steht es, denn so ist der ganze Mensch. То есть закон говорит о всем человеке. Das Gesetz spricht über den ganzen Menschen. Нет для человека, что какое-то там правило. Нет. Nicht für einen Menschen eine Regel oder eine Vorschrift. А это вся жизнь твоя. Sondern das ist dein ganzes Leben. И поэтому, когда мы говорим о законе Божьем, Deswegen, wenn wir über das Gottesgesetz sprechen, он был не дан для того, чтобы наказать человека. Es wurde nicht gegeben, damit ein Mensch bestraft wird. Но чтобы открыть его сущность. Sondern, dass man ihm dieses ganze Wesen öffnet. Чтобы человек уразумел, кто он есть. Damit der Mensch begreift, was er eigentlich ist. Поэтому Писание говорит, что закон Господа Бога, он совершенный закон. Deswegen sagt uns die Schrift, das Gesetz von Gott ist ein vollkommenes Gesetz. И мы должны смотреть на него не как на какую-то букву, которая уничтожает тебя. Und wir sollten das nicht wie auf einen Buchstaben schauen, das dich vernichtet. Потому что Писание говорит, что законом не спасется абсолютно никто. Denn die Schrift sagt uns auch, durch das Gesetz wird kein Mensch gerettet werden. Закон не давал спасения. Das Gesetz hat uns keine Rettung geschenkt oder Но gegeben. Он указывал на твою греховность. Aber es zeigte einfach auf deine Sündhaftigkeit. То есть закон был как зеркало. Das Gesetz war wie ein Spiegel. Это не было мыло. Das war keine Seife. Которым ты увидел бы какую-то грязь, омыл свои руки или лицо или тело. Zum Beispiel, du siehst irgendeinen Dreck auf deinem Körper und du wäschst es da schnell mit deiner Seife. Это было просто зеркало. Das war einfach ein Spiegel. Которое показывало тебе, кто ты есть. Und dieser Spiegel zeigte dir, was du bist. Мы часто смотрим в зеркало каждый день, наверное. Wir schauen uns täglich in einem Spiegel an. Не по одному разу. Täglich und mehrmals. И мы любуемся собой. Und wir bewundern uns selbst. Но если бы мы раз заглянули в зеркало закона Божьего. Und manchmal schauen wir uns auch im Gesetz Gottes an. То мы увидели бы, насколько мы грязные. Und wenn wir das tun, dann würden wir einsehen, wie dreckig wir sind. Но что из этого?
Aber was ist schon dabei? Закон не давал нам никакого свойства для того, чтобы очистить цели этой грязи. Das Gesetz gibt uns keine Eigenschaft oder irgendein Mittel, damit wir uns von diesem Dreck freiwaschen können. Это точно так же, как я пришел своему врачу. Ist genauso, wenn ich zu meinem Arzt gehe. И говорю, у меня что-то здесь болит. Und dann sage ich ihm, ich habe hier Schmerzen. И он исследовав меня, er hat mich untersucht. Сказал, у тебя воспаление легких. Und dann sagt er mir, du hast Lungenentzündung. Я обрадовался, сказал, спасибо тебе. Ich habe mich gefreut und sagte, Dankeschön. Ich bin gesund. Кто из вас после обнаружения вот этого или постановления этого диагноза стал здоровым сразу? Wer von euch wurde nach so einer Diagnosenfeststellung sofort gesund? Я думаю, что нету таких. Ich denke, es gibt hier keinen Mensch. Вам пропишут какое-то лекарство. Euch wird ein Rezept verschrieben, ein Medikament. Und es wird alles getan dafür, dass ihr gesund werdet. Genauso ist das mit dem Gesetz. Es zeigt einfach deinen Zustand. Aber es gibt dir keine Heilung. У тебя есть возможность. Es zeigt dir, dass du eine Möglichkeit hast. Освободиться именно вот от этого. Dich von davon zu befreien. И это есть путь к Иисусу. Und das ist der Weg zum Jesus. Поэтому Писание говорит, что закон был детоводителем ко Христу. Deswegen sagt uns die Schrift, das Gesetz war wie ein Kinderführer zur Gnade. Детоводителем ко Христу. Ein Kinderführer zum Christus. Но почему так закон очень сильно влиял на человека? Aber warum hatte das Gesetz so einen starken Einfluss auf einen Menschen? В отрицательном смысле. In der negativen Hinsicht. Почему это стало игом закона? Wieso ist das wie ein Joch geworden für einen Menschen? Давайте мы откроем Исаия 28 главу. Да. Jesaja 28. 13 стих. Vers 13. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного». Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Fortschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung. Hier ein wenig, da ein wenig. Священники, они истолковывали закон. Die Priester haben das Gesetz gedeutet. У каждого священника, книжника, была своя Тора. Und jeder Priester, jeder Gesetzgelehrte hatte seine eigene Tora. Свой комментарий к этим заповедям. Und ihre eigene Kommentare. Вот почему апостол говорит, что я учился у ног Deswegen sagt der Apostel Paulus, ich lehrte bei den Füßen von diesem großen Pharisäer. Er hatte seinen eigenen Lehrer. Очень ценный учитель. Und das war ein sehr hoher angesehener Lehrer. Который хорошо очень растолковывал. Und er konnte wirklich sehr gut deuten. Но учителей было очень и очень много. Aber es waren so viele Schüler. И каждый истолковывал какие-то заповеди по-своему. Entschuldigung, es waren sehr viele Lehrer und jeder hat das Gesetz auf seine Art und Weise gedeutet. Und viele sagten, da ist unser Rabbi. Und jeder sagte, das ist mein Rabbi, das ist mein Lehrer und da ist mein Lehrer. У каждого свое учение. Jeder hat seine bestimmte Lehre gehabt. И поэтому здесь написано, что заповедь на заповедь. Deswegen steht es hier auch so geschrieben, Vorschrift auf Vorschrift. Заповедь на заповедь. Vorschrift auf Vorschrift. Вы можете представить себе, сколько там было заповедей? Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Gebote und Vorschriften es dort Мы говорим 613. Wir sagen 613. А если сказать заповедь на заповедь? Und wenn wir sagen Vorschrift auf Vorschrift, то это будет уже больше тысячи. Dann werden es über 1000 sein. Потому что они хотели как-то оградить закон. Denn sie wollten das Gesetz irgendwie как бы спасти закон. Das Gesetz retten. Для того, чтобы люди вот именно этим путем шли. Damit die Menschen genau diesen Weg gehen.
И люди были настолько нагромождены этим законом, нагружены, wurden so sehr von diesem Gesetz beladen, что им было трудно исполнять то, что написано там. So dass ihnen schwer geworden ist, das Ganze zu erfüllen, was dort niedergeschrieben war. Нам сегодня вроде читаешь, нам вроде все хорошо. Heutzutage lesen wir und es passt auch alles. Мы думаем, почему? Und wir denken, warum? Такие легкие заповеди. So leichte Aufgaben, so leichte Gebote. Не кради. Stehle nicht. Не прелюбодействуй. Beginne keinen Ehebruch. Не пожелай другого. Wünsche dir nichts, was du nicht wünschen darfst. Люби Господа твоего. Liebe den Herrn. И ближнего своего. Und deine Nächsten. Мы настолько совершенны сегодня. Wir sind heute so vollkommen. Что нам кажется это, ну, расплюнуть. Und es kommt uns so vor, ach, das ist nur eine Kleinigkeit. Давайте поиграем в игру. Lass uns bitte jetzt ein Spiel spielen. Я вам сейчас что-то скажу. Ich werde euch jetzt etwas sagen. Не думайте сейчас о слоне. Слоне. Denkt bitte jetzt nicht über einen Elefanten nach. Не думайте. Denkt bitte nicht über einen Elefanten nach. Что сейчас вот здесь крутится? Was dreht sich jetzt im Kopf? Слон. Ein Elefant. До этого кто из вас думал о слоне сегодня? Wer hat von euch davor über einen Elefanten nachgedacht? Никто не думал. Keiner. Так и закон. Genauso ist das mit dem Gesetz. Когда не было его. Wie davor. Люди грешили, но не знали. Die Menschen haben gesündigt, aber die wussten das nicht. Потому что написано, что смерть, она царствовала еще и до закона. Denn es steht auch geschrieben, der Tod herrschte noch davor. Но люди не понимали этого, aber die Menschen wussten es nicht, dass sie gesündigt haben. Но когда пришел закон, aber als das Gesetz kam, тогда вот эта вот заповедь, она ожила. Dann ist dieses Gebot wieder lebendig geworden. Тогда явился грех. Dann kam die Sünde ans Licht. И тогда стало умножаться вот этот, умножился этот грех, потому что я познал это. Und diese Sünde hat sich einfach vermehrt, weil ich es erkannt habe durch das Gesetz. С одной стороны, вроде закон добр. Von einer Seite ist das Gesetz gut. Потому что он пришел от Бога. Weil es von Gott kam. Ведь Бог же не хотел, чтобы ты погиб. Gott wollte nicht, dass du ins Verderben gehst. Бог хотел, чтобы ты увидел, каков ты есть. Gott wollte einfach, dass du siehst, wer du bist. Но когда ты познал это, aber als du es erkannt hast, у тебя появилось желание, dann hast du den Wunsch bekommen, совершать то, что Господь тебе не повелел. Etwas zu tun, was der Herr dir nicht geboten hat. Понимаете? Versteht ihr hier die Rolle eines Gesetzes? Чтобы показать всю твою греховную натуру. Damit deine ganze sündhafte Natur gezeigt wird. Я думаю, что достаточно у нас сегодня о грехе, то есть о законе. Ich glaube, jetzt haben wir genug über das Gesetz gehört. Перейдем к благодати. Jetzt gehen wir zur Gnade rüber. Что такое благодать? Was ist die Gnade? Благодать – это сила Божия, дарованная Die Gnade ist die Kraft des Herrn, das jedem Menschen gegeben wurde. Для спасения. Für die Rettung. Это духовная сила. Das ist die geistige Kraft. Это не та сила, которую мы бы хотели где-то получить. Das ist nicht die Kraft, die wir von irgendwo bekommen wollen. На прилавках магазинах. Auf den Laden oder im Laden. Или, может быть, в какой-то книге. Oder in irgendeinem Buch. In einem menschlichen Buch oder von einem Menschen geschrieben Buch. Das ist die Kraft, die vom Herrn kommt. Но что интересно? Aber was interessant ist, в Новом Завете написано это слово благодать 130 раз. Im Neuen Testament ist dieses Wort Gnade 130 Mal geschrieben. Или все слова, которые связаны с этой благодатью. Und sagen wir mal alle Worte, die mit diesem Wort Gnade verbunden sind. Как вы думаете, сколько слов в Ветхом Завете именно о благодати? Was meint ihr, wie viele Worte oder Begriffe über die Gnade lesen wir im Alten Testament? 377 раз. 377 Mal.
377 Mal. Именно слово это благодати или же косвенное слово. Genau dieses Wort Gnade oder etwas, was mit auf die Gnade deutet. То есть синонимы, которые говорят об этой благодати. Diese Synonyme, die über das Wort Gnade aussagen. Знаете, думаешь, какой парадокс? Da denkst du, was für ein Paradox. Ведь Иоанн пишет одно. Johannes schrieb das eine. Говорит, что закон от Моисея. Er sagte, dass das Gesetz von Mose ist. А благодать и истина через Иисуса Христа. Und die Gnade und die Wahrheit kommt von Jesus. И нам думается, что есть какой-то разрыв. Und wir denken, hier ist ein между двумя заветами. Da ist etwas zerrissen zwischen diesen zwei Testamenten. Там лежат тысячелетия. Da liegen doch Jahrtausende dazwischen. Но если мы начинаем книгу Иоанна читать первую главу, aber wenn wir das Evangelium von Johannes mit dem ersten Kapitel anfangen, там написано, что в начале было слово. Da steht es geschrieben, am Anfang war das Wort. И слово было у Бога. Und das Wort war bei Gott. И слово было Бог. Und das Wort war Gott. Представляете, о чем я говорю? Könnt ihr euch vorstellen, worüber hier worüber ich jetzt spreche? Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Die Gnade und die Wahrheit kamen von Jesus Christus. А Иисус Христос это есть слово Божие. Und das und Jesus Christus ist das Wort von Gott. Это есть Бог. Das ist Gott. Который сущий от начала. Der ist von Anfang an da. Это тот, который творил вселенную. Das ist der Schöpfer des ganzen Universums. Это тот, который творил человека. Das ist der, der einen Menschen erschaffen это hat. Это тот, который дал тебе закон. Das ist der, der dir das Gesetz gegeben hat. Это тот, который явил свою благодать. Das ist der, der seine Gnade erwiesen hat. Не в последнее время. Nicht in der letzten Zeit. Но как начал умножаться грех. Sondern da, wo die Sünde sich vermehrt hat, стала преизобиловать благодать. Dieses, die Gnade ist wirklich überflutend geworden. А когда стал умножаться грех? Und wann hat sich die Sünde vermehrt? Позавчера? Vorgestern? Две недели назад? Vor zwei Wochen? Писание говорит, от начала, когда человек согрешил. Die Schrift sagt uns von Anfang an, als der Mensch in den Sündenfall gekommen ist. Благодать это действительно очень великая сила. Die Gnade ist wirklich eine Kraft. И мы не можем сказать, что Бог благодати это Бог Нового Завета. Und wir können nicht sagen, dass Gott der Gnade auch Gott des Neuen Testamenten ist. Мы читаем во Второзаконии, то есть во второй книге Моисея, это Исход. In 2. Buch Mose lesen wir. 20 глава. Kapitel 20. Когда здесь читаем мы о законе Божьем. Wenn wir dort über das Gesetz Gottes lesen. Написано вторым стихом. Im Vers 2 steht folgendes. Я Господь твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Я Господь твой. Ich bin dein Herr. Который вывел тебя из земли рабства. Ich habe dich aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt. И потом только дается закон. Und dann wird ein Gesetz gegeben. А теперь вопрос, кому дан закон? Und jetzt haben wir die Frage, für wen wurde dieses Gesetz gegeben? Он дан спасенному народу. Es wurde einem geretteten Volk gegeben. Denen, denn die Gnade Gottes erwiesen wurde. Не иначе. Und nicht anders. И закон никогда не дается просто так человеку. Ein Gesetz wird nicht einfach so einem Menschen gegeben. Без завета с этим человеком. Ohne, dass man ein Bündnis mit dem Menschen schließt. Мы говорим, что Бог заключил закон
или дал закон Моисею для израильского народа. Wir sagen, dass Gott ein Gesetz für das Volk Israel durch den Mose gegeben hat. Сначала был завет. Aber zuerst war ein Bündnis. Мы говорим, что Ной заключил или Бог заключил завет свой с Ноем. Wir sagen auch, dass Gott mit Noah auch ein Bündnis geschlossen hat. И там был свой закон. Aber da war das andere Gesetz. Бог заключил завет с Авраамом. Gott hat auch ein Bündnis mit Abraham geschlossen. И там был свой завет. Und da war ein anderes Gesetz. Мы заключили завет с Иисусом. Wir haben ein Bündnis mit Jesus geschlossen. И у нас есть свой закон. Und wir haben unser eigenes Gesetz. Голгофская жертва, она совершила все. Das Opfer am Golgatha-Kreuz hat alles vollbracht. И эта голгофская жертва, она доказывает неизменность этого закона. Und dieses Opfer zeigt uns die Unveränderlichkeit von einem Gesetz. Когда мы говорим о благодати, wenn wir über die Gnade sprechen, мы думаем, что это что-то такое особенное. Dann denken wir, es ist etwas Besonderes. Но знаете, я хочу сказать, что благодать это как амнистия для человека-преступника. Ich will aber sagen, dass diese Gnade, das ist wie eine Freisprechung für einen Verbrecher. Который получил какой-то срок. Der hat eine bestimmte Strafe bekommen за свое преступление. Für seine Taten. Ну, скажем, 10 лет. Zum Beispiel 10 Jahre. Но по причине своей правильной жизни. Aber aufgrund von seinem richtigen Leben. В местах лишения свободы. In diesen Orten, wo die Freiheit entzogen ist, dann kam die Freilassung. Da werden alle diese Verbrecher nochmal durchgenommen. Говорят, вот und man sagt, ja, dieser ist es noch nicht würdig, aber dieser ist würdig. Wir lassen ihn frei. И, может быть, он не досидел еще два года, выходит по амнистии. Und vielleicht hat noch zwei Jahre da seine Strafe gehabt, aber dann kommt diese Freilassung. Скажите, пожалуйста, закон исчез из его жизни? Sag mir jetzt bitte, nachdem ist das Gesetz aus seinem Leben verschwunden? Он не исчез. Nein, ist das nicht. Он таким же остался. Das ist genauso geblieben. В том государстве, где он живет. In dem gleichen Staat, wo er gelebt hat. И если он снова нарушит этот закон. Und wenn er wieder das Gesetz bricht. Он окажется опять в тех же местах. Dann kommt er wieder ins Gefängnis. Амнистия, она не перечеркивает закон. Die Freilassung unterstreicht das Gesetz nicht. Благодать, она не перечеркивает закон. Die Gnade durchstreicht das Gesetz nicht. Но я хочу понять, чтобы мы поняли одно. Aber ich möchte, dass wir eins verstehen. Благодать указывает на то, die Gnade zeigt darauf, что законом не спасается никакая плоть. Dass durch das Gesetz wird kein Mensch gerettet werden. Когда мы смотрим на букву закона, wenn wir nur auf den Buchstaben des Gesetzes schauen, и стараемся что-то сделать, und wir versuchen etwas zu tun, мы отталкиваем себя от Христа, от Его благодати, dann lehnen wir uns vom Christus und von seiner Gnade ab. И говорим, что я буду жить только по закону теперь. Und ich sage, ich lebe jetzt nur nach dem Gesetz. Тогда мы обречены просто на поражение. Dann haben wir den Urteil für eine Niederlage für uns geschrieben. Писание говорит, что вы остались без Христа. Die Schrift sagt uns, ihr seid ohne Christus geblieben. Все, которые надеются на закон, und alle, die auf ein Gesetz hoffen, на свои усилия, auf ihre eigene Mühe, они остаются без Христа. Die werden ohne Christus bleiben. Потому что буква, она убивает. Denn der Buchstabe tötet. А Дух животворит. Und der Geist macht lebendig. Нужен ли нам закон? Brauchen wir noch das Gesetz? Можно по-разному ответить. Man kann hier unterschiedlich antworten. Можно сделаться опять законником. Man kann wieder zu einem Gesetzgelehrten werden. Можно отвергнуть это все. Oder man kann das alles bestreiten. И стать под благодать. Und unter die Gnade, sich selbst unter die Gnade stellen. Знаете, я думаю, что когда мы говорим о благодати, aber ich denke, wenn wir über die Gnade sprechen, без закона, ohne Gesetz, мы не поймем ее суть. Dann werden wir den Sinn der Gnade nicht verstehen. Мы не поймем,
жертву Иисуса Христа. Wir werden das Opfer von Jesus Christus nicht verstehen. Для того, чтобы познать, что ты есть грешник, damit du verstehst oder einsiehst, dass du ein Sünder bist, ты должен услышать это через закон. Dann musst du das durch ein Gesetz потому begreifen. Потому что закон показывает тебе, кто ты есть. Denn das Gesetz zeigt dir darauf, was du wirklich bist. Но Иисус Христос Он исполнил этот закон. Aber Jesus Christus hat dieses Gesetz erfüllt. Я хочу сейчас вернуться к Новому Завету. Ich möchte jetzt zum Neuen Testament gehen. И мы прочитаем Матфея. Wir lesen im Evangelium von Matthäus. Евангелие Матфея, 5 глава. Kapitel 5. 17 стих. 5:17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Я специально искал в словаре ich habe extra in einem Übersetzungsbuch слов, nach den Deutungen von diesen Worten gesucht. Которые говорят нарушить и исполнить. Was heißt es hier aufzulösen oder zu erfüllen? Греческий словарь, он действительно обширный словарь. Das griechische Wörterbuch ist wirklich ein sehr umfassendes Buch. И практически у каждого слова там есть несколько Und jedes Wort dort hat wirklich mehrere Bedeutungen. Вот когда Иисус Христос говорил, что я пришел, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Und Jesus Christus sagte, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz, um die Propheten aufzulösen. Он говорил не о том, чтобы разрушить этот закон. Er sagte darüber, dass man das Gesetz zerstören kann. Отменить его полностью. Dieses Gesetz ganz beiseite zu legen. Он говорил о том, чтобы я пришел для того, чтобы не нарушить, оно имеет еще другое толкование, как истолковать неправильно. Dieses Wort auflösen hat noch eine Deutung oder Bedeutung, das heißt falsch zu interpretieren. То есть истолковать неправильно, это значит нарушить его. Das heißt falsch zu interpretieren, не das разрушить, Gesetz, не уничтожить. Das Gesetz zu zerstören. А неправильно истолковать. Nicht zerstören, sondern einfach falsch interpretieren. И он говорит, что нет, я пришел не для этого. Und Jesus sagte, nein, ich bin nicht dafür gekommen. Я пришел исполнить закон. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. То есть, другими словами, довести до совершенного понятия написанного. Mit anderen Worten, ich möchte euch dazu führen, das Gesetz vollkommen zu verstehen. Sehr oft lesen wir das Wort Gottes und wir verstehen es auch nicht. Und Christus sagt, ich bin dazu gekommen, dafür gekommen, dass ihr den ganzen Sinn des Gesetzes versteht. Und ich möchte nicht, dass ihr eine falsche Wahrnehmung davon habt über den Gesetzgeber, der euch auch dieses Gesetz gegeben hat. Потому что закон добр. Denn das Gesetz ist gut. Он исходит от Отца Светов. Und es kommt vom Vater des Lichts. Он исходит от того, который любит тебя. Es kommt von dem, der dich liebt. Заботится о тебе. Er sorgt für dich. Для того, чтобы ты уразумел всю сущность этого закона. Damit du die ganze, das ganze Gesetz wahrnimmst. Чтобы ты узнал, для чего он дан тебе. Und damit du verstehst, wofür es dir gegeben wurde. Чтобы ты не потел просто так зря. Damit du auch nicht einfach so in Schweiß kommst. Прилагая свои усилия. Wenn du deine Mühe gibst. А посмотрел на Иисуса. Sondern schau auf Jesus. Который есть жизнь твоя. Er ist dein Leben. Который есть исполнение этого закона. Er ist die ganze Erfüllung des Gesetzes. И он действительно исполнил этот закон. Und er hat wirklich dieses Gesetz erfüllt. Исполнил его как не имеющий греха. Er hat das Gesetz erfüllt und hatte keine einzige Sünde. Но еще и с другой стороны. Aber
noch von einer anderen Seite. Писание говорит, что возмездие за грех смерть. Die Schrift sagt uns, die Strafe für die Sünde ist der Tod. И ты и я. Du und ich. Мы должны быть наказаны смертью. Wir sollten eigentlich mit dem Tod bestraft werden. Но Христос взял твои и мои грехи. Aber Christus nahm deine und meine Sünde auf грехи sich. Грехи всего этого мира на die себя. Sünde der ganzen Welt hat er auf sich genommen. И умер за наши грехи. Und er starb für unsere Sünden. Он понес наказание. Er nahm diese Strafe. И тем самым исполнил закон. Und damit hat er das ganze Gesetz который erfüllt. Говорил, что за всякий грех есть смерть. Das Gesetz sagte, für jede Sünde gibt es den Tod. Проклят всякий человек, который не исполняет всего написанного. Und jeder Mensch sei verflucht, der diese Gebote des Gesetzes nicht erfüllt. Нужен нам закон. Brauchen wir das Gesetz? Давайте откроем книгу Иеремии. Lass uns bitte das Buch von Jeremia öffnen. Jeremias 31. Я прочитаю с 31 стиха. Ab Vers 31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я закляну с домом Израиля, с домом Иуды, заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Ich lese Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist mein Bund. Который я заключу с домом Израилем. Und den werde ich mit dem Haus Israel schließen. Здесь говорится об Иисусе Христе. Hier ist die Rede von Jesus Christus. Но вроде бы слова направлены к израильскому народу. Die Worte sind an Volk Israel gerichtet. Но знаете, здесь написано, что вложу в сердца их и напишу его, и буду их Богом. Und hier steht es geschrieben, ich werde diese Worte in ihr Innerstes hineinlegen und ich werde ihr Gott sein. Если мы видим закон Божий или закон Иисуса Христа на сегодняшний день. Und wenn ich das Gesetz sehe heutzutage. Просто на бумаге. Einfach so auf dem Papier. Он тебе ничего не даст. Das wird dir nichts bringen. Иеремия говорит, что я вложу во внутренность их мой закон. Durch Jeremia sagt Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen. В сердце их. In ihr Herz hinein. Вот здесь этот закон должен быть. Hier soll dieses Gesetz sein. Завет любви. Der Bund der Liebe. Христос говорит, если любите меня, Und Christus sagt, wenn ihr mich liebt, соблюдите мои заповеди. Dann bewahrt alle Gebote von mir. Oder erfüllt Любим alle ли мы Gebote. Иисуса? Lieben wir Jesus? Любим ли мы Иисуса Христа? Lieben wir Jesus Christus? Значит, закон, его написано в сердцах наших. Dann ist sein Gesetz in meinem Herzen, Значит, in meinem Innersten geschrieben. Утруждаться исполнять закон. Dann musst du nicht die Mühe geben, das Gesetz zu erfüllen. Не надо нам, чтобы постоянно звучало слово «ты должен» или «ты не должен». Es müssen nicht unbedingt diese Worte an uns gerichtet werden, du sollst oder du sollst nicht. А ты будешь иметь жажду. Sondern du hast diesen Hunger, исполнить закон любви.
die, das Gesetz der Liebe zu erfüllen. Потому что любовь есть исполнение закона. Denn die Liebe ist das Erfüllen von einem Gesetz. Священник подошел, книжник подошел к Иисусу и говорит, что мне нужно сделать? Als ein Gesetzgelehrter zu Jesus kam und fragte ihn, was soll ich tun? Для того, чтобы унаследовать жизнь вечную. Damit ist das ewige Leben erbe. Он ему что сказал? Was sagte ihm Jesus? В законе как написано? Wie ist es im Gesetz geschrieben? So, so. So und so. Вот так и иди, исполняй. Geh und erfülle es. Закон любви. Das Gesetz der Liebe. Когда ты будешь любить Бога. Wenn du Gott liebst. Когда ты будешь любить своего Иисуса Христа. Wenn du deinen Jesus Christus liebst. Ты будешь любить и ближнего своего. Dann wirst du auch deinen Nächsten lieben. И ты не пожелаешь что-то плохого сделать ему. Und du wirst es nicht wünschen, ihm etwas Böses anzutun. Твое сердце не закрадется зависть. In deinem Herzen, in dein Herz kommt том, kein Neid hinein. Имеет, а я нет. Davon, dass er etwas hat, was потому ich nicht что habe. Закон Христов исполнится в твоей жизни. Denn das Gesetz des Herrn wird in deinem Herzen erfüllt sein. Пусть Бог благословит нас. Gott möge uns dabei segnen. Я хочу, чтобы мы действительно уразумели. Ich möchte, dass wir es wirklich verstehen. То, что говорит Писание. Das, was die Schrift sagt. Мы живем под благодатью. Wir leben unter der Gnade. Потому что закон записан в наших сердцах. Denn das Gesetz ist in unserem Innersten, im Herzen geschrieben. Закон Господа совершен. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Старше помолимся. Lass uns bitte aufstehen und beten.